Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder in den Great Vault reinschauen. Und ja, ich hoffe, dass ich diesmal was Sinniges rauskriege. Das letzte Mal war es ja eher eine Nullnummer, da haben wir dann diese Steinchen genommen für den Extra-Sockel. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen einmal auf Wächter. Und, achso, ja, ich wollte zeigen, was haben wir letzte Woche gemacht. Ich glaube, wir waren ein bisschen unter 2,9 und jetzt... hab wieder meine 4 Keys gespielt, ein paar 20er auch in Time. Und jetzt sind wir auf 2,948. Heißt, für meine Heldentat, ne, wo ich 3K haben muss, fehlen jetzt noch 52 Punkte. Ich hoffe, das wird jetzt die nächsten Wochen dann fertig gehen, dass ich mal mit Arena loslegen kann. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt aber erstmal in den Vault rein. Ich hoffe, dass ich endlich mal meine Schuhe wegkriege. Ich habe nämlich noch selbst gecraftete 2,62er, weil ich schlichtweg keine Schuhe in den Plus bekomme. So, was haben wir drin? Ich habe einen Rücken drin mit Crit Tempo, den brauche ich nicht. Ich habe Versa Ding und ich habe einen Ring drin mit Versa Mastery. Ich bin am Überlegen. Der hat halt verdammt viel Versa drauf, ne, der Ring. Also gut, der Umhang ist eh crap. Ich könnte jetzt natürlich die Steinchen nehmen für den Sockel. Oder ich werde den Ring nehmen, ne? Das ist jetzt kein huge Upgrade, aber er hat halt maximal Versa, ne? 205 ist halt schon echt krass. Das ist schon echt krass. Ja, komm, nehmen wir den Ring. Besser als nix. VZ drauf und dann Max Versa. Perfekt. So, jetzt schauen wir mal, was wir für einen Key haben. Ich habe einen Tazavesh-Key und zwar Straßen. Ich hoffe, den brauche ich noch. Verdammt, das kannst du mir doch nicht erzählen. Da habe ich schon 20er Intime, oder? Das ist die Woche verstärkt. Das ist doch zum Mäusemaken. Letzte Woche habe ich auch schon einen Key gekriegt, den ich 20 Intime hatte, also den ich dann eigentlich nicht laufen brauche. Und die Woche wieder. Ach, das ist doch nervig. Eigentlich würde ich ganz gerne meinen eigenen Key laufen, dann kann ich mir so ein bisschen aussuchen, wen ich mitnehme. Und dann ist jetzt zwar keine Garantie, dass es dann was wird, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, aber dann kannst du es zumindest so ein bisschen beeinflussen. Aber so sieht es leider schlecht aus. So, dann nehmen wir jetzt hier mal Versa-Verzauberung und dann gucken wir mal, auf wie viel Versa wir kommen. Ich habe nämlich so ein bisschen die Problematik, dass ich zum einen auf dem Set teilweise kein Versa drauf habe, ne? Aber das muss ich halt an, oder sollte ich halt im Optimalfall anziehen. Und, so, da haben wir ihn. Und auf der Waffe habe ich leider auch kein Versa drauf, wo relativ viele Stats sind. Das ist immer ein bisschen blöd. Wir haben jetzt so 26% Versa. Jetzt muss ich mal gucken, welchen würde ich denn austauschen. Ich würde wahrscheinlich den austauschen. Da ist zwar mehr Versa an sich drauf, aber Crit brauche ich jetzt nicht so dringend. Crit ist eher der schlechtere Stat. Naja, gut. Wenn ich den anderen austauschen würde... Weil da habe ich schon Sockel drauf, ne? Das bringt dann eigentlich auch nicht sonderlich viel. Gut. Gehen wir Richtung 27%. Jetzt mal noch eine Waffe mit Versa. Ich denke mal, die 30 wird eher schwierig. Nehmen wir Item-Level bei dem einen oder anderen. Dann könnte es vielleicht was werden. Gut, das war jetzt zumindest so ein semi-brauchbares Item. Und ja, damit sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.